So, guten Tag. Entschuldigung, ich muss mal meine kleine Göteborg der Doku aussetzen, weil ich habe gemerkt, ich habe ja zwar über diese Move geredet im letzten Video, aber Foto vergessen reinzustellen. Und zwar, ja, das ist das Ding. Ist im Prinzip, hier kommt es auf die Maschine, auf den Kühler. Hier drin sitzt der Wärmetauscher und hier geht das Salzwasser oder Seewasser halt in den Wasserfänger für den Auspuff. Also ist im Prinzip, hier drin ist Süßwasser, hier innen drin ist Salzwasser und das trennt das. Und jetzt hat die hier einen Riss gekriegt. Und den zeige ich mal, denn das ist mein erster Flicken. Den habe ich leider gestern schon rausgerissen. Also vulkanisiert hat es nie. Ja, sieht man das? Und hier ist der andere Flicken. Und dann habe ich gestern versucht, das Klebeband hier abzuziehen, da das ein bisschen gehalten hat. Und habe gemerkt, am Gummi hält es nie, aber am Klebeband. Mit dem Klebeband ist das vulkanisiert. Guckt euch das mal an. Hier. Ja, also. Gleich noch eine Runde. Den reiße ich also einfach mit runter. Und obwohl ich das sauber gemacht habe, es ist einfach wahrscheinlich dieses Fahrradflickzeug-Gummi-Gelumpe, da ist, ja, da vulkanisiert nicht mit dem Gummi. Genau. Und jetzt kann ich dir nochmal zeigen. Und zwar ist hier, das ist der Riss. Sieht man den? Ja, hallo. Genau, und da ist hier sozusagen das Wasser ausgetreten. Hier, ja. Guck der Schraubenzieher durch. Ja, und das ist natürlich eine Stelle, die sich richtig blöd, ja, reparieren lässt, ne? Weil hier sitzt eine Schelle. Verdammt, ich muss mal versuchen, die Kamera im Frame zu halten. Hier sitzt eine Schelle und hier sitzt eine Schelle. Ja, also so hier. Und halt genau hier auf der Kante ist halt der Riss. Ja. Wie man sieht, Bowman. Gibt es nur in England, kostet irgendwie 17 Pfund das Teil. Das Problem ist mit Steuern, Lieferung und so weiter und so fort, habe ich jetzt, ich hab zwei gekauft immerhin, 80 Euro. Naja. Und in Dänemark, den ich mir bestellt habe, der hat praktisch von dem Durchmesser gepasst, von dem Durchmesser, aber der hier ist 5 mm kleiner. Und da habe ich natürlich mit einer brutalen Gewalt das Rohr einfach draufgewürscht. Ne? Und ja, bis jetzt dicht. Mal gucken. Genau. So viel erstmal dazu. Geht klar. Bis später.